Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Daumen nach oben und ein Abonnement sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. Einige Sachen haben sich wieder geändert seit dem letzten Part. Ich habe wieder ein bisschen gelevelt, wie man sieht, ne? Ich habe ein bisschen gelevelt. Ich habe ein paar Freibriefe freigeschaltet, also Region mit Freibriefen und sowas. Ich habe ein paar Freibriefe gemacht. Ich habe auch nochmal, ich bin der Stormart zweite Klasse. Ich steige langsam in die Ränge hoch. Ich bin bald Offizier. Ich glaube, sobald man Offizier ist, kann man wechseln, ohne dass man seinen Rang verliert dann. Sobald ich hier zweiter Sturmbootsmann bin, glaube ich, kann ich auch die Fraktion wieder wechseln und bin dann nachher wieder zweiter Sturmbootsmann dann, wenn ich zurückgehe. Was ich aber nicht machen werde, ich werde natürlich den ganzen Rang bis nach oben zum Admiral hocharbeiten. Hoffentlich. Mal sehen, ob das klappt, das weiß ich noch nicht. Ja, genau, ich habe ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt auch für die ganzen verschiedenen Sachen hier, ich habe überall ein bisschen bessere Ausrüstung, ne? Ich habe alles Mögliche selbst hergestellt, natürlich, wie man sieht. Wie man wirklich sieht, unten steht Potato Pad. Außer das hier, das habe ich, glaube ich, als Questbelohnung bekommen. Potato Pad, Potato Pad, Potato Pad, Potato Pad, habe alles ich hergestellt. Fast alles. Bis auf die Hose. Ich habe mein Arsenal nochmal aufgeräumt, damit hier nicht mehr alles vollgemüllt ist. Ich habe jetzt nur noch die Werkzeuge hier drin, die ich auch gerade noch nutze. Weil so oft, wie man die Werkzeuge wechselt, ja, macht halt nicht so wirklich Sinn dann, ne? Das immer alles drin zu lassen. Ich muss mal ganz kurz Discord gucken. Ah, okay. So, dann habe ich nämlich was Schönes Neues. Ich weiß, letztes Mal waren wir woanders. Wir standen wo ganz anders und haben Fischer-Quests gemacht. Die werde ich auch noch weitermachen irgendwann. Ah, nee, letztes Mal haben wir die Minenarbeiter-Quest gemacht. Stimmt. Die Fischer-Quest und die Minenarbeiter-Quest werde ich irgendwann noch weitermachen. Wir werden heute in diesem Part aber ein anderes Quest machen, nämlich mein kleiner Schokobo. Und danach werden wir vermutlich dann Schmiedeaufgaben oder sowas erledigen, damit ich wieder ein paar Scherben bekomme, weil man vielleicht sieht, ich habe so viel gecraftet, ich habe nicht mehr so viel Scherben. Vor allem Windscherben werden knapp. Die kann man zwar auch farmen, aber dauert. Und wenn ich es umgehen kann, indem ich ein paar Quests mache, gerne. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Dorchette oder Dorchette oder wie auch immer man die Person sie nennen möchte. Wie auch immer man sie nennen möchte. Und wir machen das Quest, mein kleiner Chocobo. Warte mal, Adistan, war das nicht der... Warte mal, sind das nicht die Abenteurer gewesen? Nee, ich dachte... Nee, irgendwie kommt mir der Name Adistan bekannt vor gerade. Ich weiß auch nicht. Dorchette vom Camp Seelenruhe hat einen Auftrag für dich. Hey, du! Ja, du! Die goldgelben Federn zwischen deinen Ausrüstungsteilen. Romantische Geruch nach Dung. Du bist der stolze Besitzer eines Schokobos, nicht wahr? Ich verstehe, dass ihr Abenteurer immer auf Achse seid, aber jemand von deinem Ansehen sollte ein bisschen mehr auf sein Äußeres achten, meinst du nicht? Lass mich raten. Mit der Erziehung deines Schokobos ist es noch nicht weit gediehen, oder? Darüber solltest du dich mal mit Luculot in Gut Zwiegelsgrund im tiefen Wald unterhalten. Der wird dir den ein oder anderen Tipp geben können. Jetzt müssen wir schon wieder irgendwo hinreisen. Okay, im tiefen Wald. Im tiefen Wald. Ist das hier? Nee. Wir sind im Südwald. Wir müssen zum tiefen Wald. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Tiefer Wald. Das ist hell? Ah, nee, das ist... Ah, da. Mein kleiner Chocobo. Dann reisen wir da mal eben hin. Ich habe 144.000 Gil. Ich habe wieder ein paar Gil gemacht. Ne, ihr kennt das ja alles. Ich verpasst da immer so ein bisschen was, was ihr nicht seht, aber... Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist nicht das spannende Zeug, wie hier die Quests, wie mein kleiner Chocobo. Viel spannender, die Quest. Mageria von Gut Zwiegelsgrund möchte dich um einen Gefallen bitten. Ah ne, schöner Wohn. Das ist schöner Wohn. Nee. Wo sind wir denn hin? Da. Mein kleiner Chocobo. Mein kleiner Chocobo. Oh, wie süß. Hallo Abenteurer, du möchtest etwas über die Erziehung von Chocobos wissen, da bist du an der richtigen Adresse. Hm, ja, du bist ein Chocoboliebhaber, da besteht kein Zweifel. Schlaft ihr auch manchmal getrennt? Zuerst solltest du auf dem Feld dort drüben frische Gizablätter sammeln, Chocobos sind ganz verrückt danach. Moment. Welchem Feld? Ah, hier oben. Da. Ich sehe das irgendwie immer schlecht. Wegen Farbenblindheit oder so. Ich weiß es nicht. Oder ich bin einfach dumm. Das kann auch sein. Möglicherweise.
Ich kann nicht über die Ausrede mit der Farbenblindheit nehmen. So, kriegt man die... Ist das nur ein Questgegenstand? Ja, leider ja. Sonst hätte man die vielleicht auch so sammeln können. Hätte ja auch einen Effekt haben können, diese Blätter. Die man wirklich sammeln kann und nutzen kann. Hast du frische Gieserblätter gesammelt? Ja, habe ich gemacht. Hier. Vielen Dank. Die sehen wirklich prächtig aus. Zum Reinbeißen, wenn ich ein Schokobo wäre. Ich muss dir nicht sagen, wie sehr Schokobos Gieserblätter lieben. Du musst nur ein bisschen damit wedeln, dann kommt dein Mitstreiter schon angerannt. Sie sind nicht nur fleißige Reittiere und Lastenträger, sondern kämpfen auch treu an deiner Seite. Bestimmt hast du schon von dem ganz Ishgard berühmten Fortems Kampfstil gehört. Nicht? Dann wird es aber Zeit. Nutze ein Gieserblatt, um dein Chocobo mit Streiter herbeizurufen. Dann als erste Übung geht ihr zusammen zur Sauerampfer-Eide und erlegt 3 brütende Zits. Vergisst nicht, dein Chocobo am Kampf zu beteiligen. Ich rate dir immer, einen gesunden Vorrat an Gieserblättern bei dir zu haben. Viele Händler hier in Zwiegelgrund verkaufen sie. Zwieselgrund. Mit deinem Chocobo? Man kann mit dem zusammen kämpfen? Du kannst auf einem Chocobo nicht nur reiten, sondern diesen auch herbeirufen, um an deiner Seite zu kämpfen. Mit jedem besiegten Feind erhält dein Chocobo Kampfroutine und du wirst ihm dabei zusehen können, wie er stetig geschickter und stärker wird. Besonders wächst dein Mitstreiter an Herausforderungen, die dir und deiner Stufe ebenbürtig sind. Um deinen Chocobo herbeizurufen, benötigst du Gieserblätter. Diese Leibspeise der Chocobos kann bei Händlern erworben werden und sobald du sie benutzt, erscheint der Mitstreiter. Doch er kann nur an Orten kämpfen, an denen du auch auf ihm reiten könntest. Also erwarte nicht, dass er dir in den Tiefen von Dungeons wie dem toten Acker Tamtara oder die Kupferglockenmine folgt. Okay, haben wir jetzt eigentlich schon ein Blatt von dem bekommen? Nee, ne? Vermutlich nicht. Wir haben hier das... Ah, ne, wir haben eins. Okay, 30 Minuten. Man kann es auf 60 Minuten erhöhen. Händlerpreis 36. Ist nicht ganz so billig, aber ich kaufe mal einfach welche. Die werden bestimmt auch hier sein, oder? Gieserblätter, Gieserblätter, da. Kaufen wir einfach mal 99. Ja, machen wir. Wofür habe ich das ganze Geld denn, wenn ich es nicht nutze? Ja? So, was ich jetzt auch noch mache, ist das hier in die Quickleiste zu legen. So, und jetzt sollen wir irgendwo kämpfen. Wir sollen kämpfen in... Brütende Zist soll ich erledigen. Ach, warte mal, ich kann ja hier gucken, wo das ist, genau. Ui, das ist aber... Ah, da hinten hin. Rufe ich dann eigentlich mein... Ja, ich rufe mein Chocobo, ne? Nicht das hier, nicht das Vieh. Das ist ja nur ein Skin für das Chocobo, quasi. In Wirklichkeit reite ich gerade nur ein Chocobo. La 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 da 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 da. Oh, die muss ich noch ganz schön viele von töten übrigens. Droppen die auch die Schaudermilben, Digga? Ich glaube nicht, oder? Aber die sind so klein, sind die Level. Also ich muss nicht viele von denen töten, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht so wichtig. Außerdem kommt es auch darauf an, wie viele hier sind. Also sieht gerade so aus, als wären hier nicht viele von denen. Die Feinde sehen aus, als wären die oben. Was sind das? Keine Feindmarkierungen. Doch, doch, wir müssen nach da oben. Ah, wir müssen über den Baum. Ich war ja schon mal hier. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Passend natürlich, ne? Also... Oh, Schokobo-Satteltasche. Wir haben die Schokobo-Satteltasche bekommen. Dein Schokobo hat nun eine Satteltasche. Benutze die Satteltasche als zusätzliches Inventar. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar oder gehilften Inventar dort ablegen. Die Satteltasche steht dir jetzt zwar auch zur Verfügung, wenn dein Schokobo gerade nicht gerufen ist, aber nicht in instanzierten Inhalten wie Dungeons. Plane also entsprechend. Ich finde es aber komisch, dass man so viele verschiedene Inventare hat, versteht ihr? Das ist irgendwie komisch. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich genau, was ich machen wollte. Wenn ich schon jetzt mit dem Schokobo kämpfe, dann reite ich natürlich auch mit dem Schokobo dahin. Sagen wir mal ehrlich, natürlich reiten wir mit unserem Schokobo dann auch dahin. Mit der schönen Musik! Da, 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 da
Ach ja. So, Schokobo, komm an meine Seite. Einmal für den Kampf herbeigerufen, bleibt der Schokobo für 30 Minuten Erdenzeit bei dir, oder bis er so ernsthaft auf Verletzungen leidet, dass er flieht. Benutze die Befehle in der Kommandoliste, um deinen Schokobo ein bestimmtes Verhalten aufzuerlegen. Wenn du das Kommando freie Haltung willst, kämpft dein Schokobo automatisch auf deiner Seite. Du kannst deinen Schokobo jederzeit mit dem Kommando zurückkehren und fortschicken. Nutze ein weiteres Büschel dieser Blätter, um ihn erneut herbeizurufen. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist mein Begleiter, genau. Ich muss das Ding auch noch mal anders hinschieben dann. Ich sehe aber seine Fähigkeiten gerade nicht. Ich habe irgendwas scheinbar ausgeblendet oder so. Helferkommandomenü? Nee, das ist das nicht, oder? Also erstmal Gruppenliste packe ich nach hier unten. Ich habe die freie Haltung an, aber... Das Helferkommandomenü ist auf an, aber es ist hier nicht zu sehen, da wo das sein soll. Da muss ich warten, bis jemand hier ist, der sich mit dem Spiel auskennt. Solange ist er ja einfach normal eingestellt. Sollte ja eigentlich keine Probleme machen, dass er mir jetzt hilft. So, ich habe mal das Arco-Ding angemacht, damit mein Schokobo keine Arco bekommt. Schokobo tot? Mit steigenden Rang erhält dein Schokobo Punkte, um neue Kunststücke zu erlernen. KP. Kunststücke sind. Sind Mitstreiter für spezifische Fähigkeiten. Dein Schokobo kann Kunststücke aus drei Kategorien erlernen: Verteidiger, Angreifer und Heiler. Sobald dein Schokobo ein Kunststück aus einer der Kategorien gelernt hat, kannst du ihm mit den Kommandos Verteidigen, Angreifen und Heilen die entsprechende Rolle im Kampf auftragen. Du bestimmst, welche Kunststücke dein Schokobo lernt und wie du ihn einsetzen möchtest, aber überleg gut, denn du kannst deine Entscheidung nicht rückgängig machen. Ah. Also, das finde ich krass, dass man es nicht rückgängig machen kann. Kann man dann wenigstens alles lernen am Ende? Ah. Ich verstehe die Mitstreiterfähigkeit noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wo sind die denn? Ich sehe die nicht. Ich sehe nicht, wo ich das machen kann. Kann ich jetzt eigentlich hier einfach auf Reiten und dann steige ich auf das Ding drauf, da wo es steht oder so? Oder? Ah, okay. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, ist er dann automatisch wieder bei mir? Ja, ne? Ja, okay. Ja, das ist cool. Dann ist er wenigstens einigermaßen persistent, auch wenn er nicht genau da wieder ist, wo er war. So, ab sofort reiten wir den Schokobo. Hi, Loki. La 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 da dam badadam bam bam da dam badadam bam bam. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die Kommandoleiste habe für den. Ah, warte mal, nee. Nee. Mir geht's prächtig und selbst. Ich hab mein Schokobo. Und mein Schokobo kann jetzt mit mir kämpfen. Wie soll es mir denn da nicht gut gehen? Willkommen zurück. Habt ihr euren gemeinsamen Kampf erfolgreich hinter euch gebracht? Wie macht sich denn dein Schokobo im Kampf? Er hat gekämpft wie eine liebestolle Chimäre,
So sind sie, die kleinen Racker. Echte Bestien auf dem Schlachtfeld. Dein Chocobo-Gefährte kann dir auf verschiedene Weise im Kampf beistehen. Kämpfe mit ihm so oft es geht. So sammelt ihr Erfahrung und spielt euch aufeinander ein. Bald wirst du gar nicht mehr ohne ihn kämpfen wollen. Eins noch. Wusstest du, dass ein Chocobo auch Ausrüstung für dich tragen kann? Sie sind stärker, als sie aussehen, nicht wahr? Geh im Hauptmenü in das Menü Charakter, um die Chocobo-Satteltasche zu öffnen und Gegenstände aus deinem Inventar oder Arsenal in die Satteltasche zu legen. Weitere Details findest du im entsprechenden Hilfetext. Hi, Tita. Was war denn so weird? Erzähl mal. Dein Chocobo hat nun eine Satteltasche. Benutze die Satteltasche als zusätzliches Inventar. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar oder gehilften Inventar dort ablegen. Die Satteltasche steht jetzt zwar auch zur Verfügung, wenn dein Chocobo gerade nicht gerufen ist. Ja, das haben wir gerade eben schon mal gelesen. So. Mein Problem ist nur gerade, ich sehe die Fähigkeiten vom Chocobo leider nicht. Ich sollte eigentlich die Fähigkeiten vom Chocobo sehen. Das ist ein bisschen ein Problem. Das ist ein bisschen problematisch. Irgendwo muss das sein. Ich weiß nur leider nicht wo. Ja, wo kann das denn nur sein? Aha, das Ding war auf transparent. Vielleicht war das das Problem. Sehen wir gleich mal, ob das jetzt funktioniert. Nee. Das Helfer-Kommando-Menü ist noch leer. Kann sein, dass man erst im Kampf muss oder so? Da. Um das Ding kämpfe ich jetzt mal. Also hier. Nee. Hi, Sweet Secret. Spielst du auch Final Fantasy, Sweet Secret? Ich habe nämlich gerade ein Problem. Ich bräuchte gerade einen Experten im Spiel. Einen fortgeschrittenen Experten brauche ich. Wo sind meine Chocobo-Fähigkeiten? Wie kann ich die anmachen? Ich kann dem ja Rollen zuweisen, aber ich kann das nicht, weil ich sehe sie hier nicht. Sie sind nirgendwo aufgeploppt. Wie Endgame. Was? Achso, du bist im Endgame. Ja, aber im Endgame ist das ja... Also, ich habe ja gerade die Fähigkeiten freigeschaltet. Muss ich die jetzt... warte mal, kann das sein, dass ich die aus der Kommandoliste erst reinziehen muss oder so? Ah, kann sein, dass ich... Ah, okay, ich muss die hier reinziehen. Aber warum gibt es nicht automatisch eine Liste? Ich muss Komma drücken. Komma ist Fischer-Notizbuch. Ich habe die Fähigkeiten gefunden, immerhin. Das heißt, ich muss jetzt eine neue Leiste einblenden. Ich überlege, ob ich das Kommandomenü 6 nehme. Und dann muss ich das aber auf alle Charaktere umschalten. Da, 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 da. Achso, ne, 6 habe ich auf alle. Gut, das ist gut. 1, 2 und 3 habe ich derzeit nur für spezifischen Charaktere. Also blenden wir mal 6 ein. Und dann packen wir die Kommandos da rein. Oh, bei Fortschicken packe ich nach ganz rechts. Ups. So, verteidigen will ich sowieso eigentlich nie machen, aber mitkommen ist prinzipiell ähnlich wie so. Freie Haltung. Heilen. Als Tank werde vermutlich öfter heilen brauchen. Heilen oder angreifen. Ich setze die mal so rum. Freie Haltung, angreifen, heilen, verteidigen. So. Okay. Dann habe ich die Chocobo-Fähigkeiten, aber warum kann ich jetzt nicht klicken? Ah, da muss erst ein bisschen aufleveln. Okay, jetzt verstehe ich's. Okay. So, okay, bei mir geht das, ich habe den auf freie Haltung und ändere das nur selten. Leveln ist eher ein bisschen doof, weil du später Zwiebeln brauchst, die sind teuer zu kaufen und noch dämlicher anzupflanzen. Rolle. Du kannst bei Max-Level alle Skills leveln. Okay. Ach so, ja, weil das war nämlich das Problem, was ich vorhin gesagt habe, also dass man das nicht wechseln kann, was er dann am Ende macht. Fand ich ein bisschen weird, was mir gerade eben geschrieben wurde im Text. Dass ich das nicht ändern kann, dass ich das gut überlegen soll. Wegen der verschiedenen Klassen und so. Aber gut, wenn man das dann später alles leveln kann, ist ja alles gut. Genau, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt Handwerkssachen machen. Haha. Chocobo, du darfst theoretisch weg, aber praktisch kannst du mir ja auch ein bisschen folgen. Da
da. Ich glaube, wir machen mal. Wir machen mal die Grobschmied-Sachen. Ich glaube, die sind alle in. Sind die in Ulm da? Ja, ne? Ich glaube schon. Oder ne, warte, Grobschmiede? Waren die zufälligerweise. Ich weiß nicht, ob das hier war. Hier waren auf jeden Fall die Goldschmiede, das weiß ich. Kann auch sein, dass das hier im Wald ist. Muss ich mal ganz kurz gucken. Daran würde ich mich erinnern, wenn das hier gewesen wäre. Oh mein Gott. Warte mal, ich kann ja empfohlene Inhalte gucken. Da steht das ja dabei. So, Empfehlungen. Nee, das steht nicht dabei. Natürlich nicht. Ich will Empfehlung für, nicht Gildengeheiße, ich will Prüfungen? Nein. Eieiei. Boah, wo war denn jetzt die Grobschmied-Gilde? War die doch ein Limser? Nee, oder? Da war die Plattenlandwelt in Limser, ne? Ah doch, Grobschmied und Plattner sind hier. Okay, wunderbar. Ah, okay. Dann auf nach Limsalaminsa. Ah ne, wir können es billiger machen. Ich bin nicht so reich, in Anführungszeichen, geworden, indem ich immer wieder teleportiere und Geld ausgebe. Ne, Ulda ist Goldschmiede und Weber. Halt mehr die Luxussachen sind in Ulda. Okay, wir müssen hier lang. Also ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir können unseren Gehilfen einen neuen Auftrag geben. Ich level ja gerade den Gehilfen. So. So, dann macht er mein Lammfilet. So, und dann gehen wir das wieder hoch. Aber wir können auch teleportieren, stimmt. Ich muss ja nicht zu Fuß gehen. Ich gehe immer zu Fuß, ich bin grauenvoll, was das angeht. Ich gehe immer zu Fuß. Die haben keinen eigenen Teleporter. Ah, die wirklich nicht. Die Achterburg, da müssen wir hin. So. Ich glaube, die Aufträge kann man noch nicht machen jetzt. Ich glaube, das ist erst um 22 Uhr geht's, da wo ich wieder die nächste führe. Da könnt ihr mal sehen, was ich immer mache. Normalerweise habe ich hier. Oh, ich kann die Sachen hier, aber die trage ich derzeit. Deswegen werde ich die jetzt nicht zu Staatstalern machen. In 2 Stunden. In 2 Stunden kann ich wieder neue Aufträge machen hier, okay. Ja, 22 Uhr. Ah. Da muss ich meine Startzahler wieder leveln. Ein paar Fates machen und so. Und um einen Rang aufzusteigen. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Grobschmiede-Gilde. Und dann werden wir auch direkt die Plattner machen. Wobei wir da nur Level 18 sind, glaube ich, gerade. Ne? Ja. Da können wir 2 Quests machen. Das ist jetzt nicht so besonders. Wie geht's dir überhaupt, Sweet Secret? Wie geht's dir, Tita? Wie geht's den anderen? Wie geht's euch allen? Ist alles gut bei euch?
Welcher Gildenmeister ist denn jetzt der richtige? Ah, der einzige, wo ich den Auftrag annehmen kann, okay. Weil ich in einem richtigen Job bin gerade. Schmiedermeister Brithel möchte deine Fortschritte begutachten. Genau die Sachen hier brauche ich. Scherben, aber ich brauche Windscherben leider. Gelobt sei der Erbauer. Ich hatte schon Angst, du hättest woanders angeheuert. Der Gedanke daran hat mich so betrübt, dass ich bis zum Morgengrauen in der Schenke versackt bin. Aber nun bist du ja hier und strotzt immer noch vor Potenzial und ein bisschen mehr Muskelmasse an deinem Schmiedearm, wie ich sehe. Ach ja, etwas Neues. Etwas Neues. Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Potato, als angesehener Grobschmied solltest du in der Lage sein, 3 Bronze-Kreuzschlaghammer herzustellen. Genau die gleichen, wie unsere Schmiedeanwärter sie benutzen. Dafür benötigst du Bronze, Ahorn, Bauholz und Hanf. Bronze sollte kein Problem für dich darstellen, aber erlaube mir, dir einen Vorschlag zu unterbreiten. Wenn du dir ein paar Geld sparen möchtest, kannst du auch dein eigenes Kupfer und Zinn draußen in der Wildnis abbauen. Kupfer und Zinn ist billig. Zinn nicht. Doch, Zinn ist auch billig. 2, glaube ich, beim Händler. Wenn das nicht so dein Fall ist, kannst du ein paar Kobalosse erschlagen. Ist zwar nicht das gleiche, wie einen Hammer zu schwingen, aber achte dabei ruhig mal auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Letztendlich will ich jedoch nur sehen, ob du in der Lage bist, einen anständigen Hammer anzufertigen. Also mach dich an die Arbeit und komm wieder, wenn du fertig bist. Okay. Na, schade, dass man hier nicht draufklicken kann, damit sich das direkt öffnet im Handwerker-Ding. So, wie heißt das Ding? Das heißt Bronze Kreuzschlaghammer. Naturbelassener Hanf, das ist das Problem. Können wir aber noch herstellen. Da müssen wir wieder zum Weber wechseln. Oh, jetzt habe ich falsch gemacht. Weil ich den Chat gelesen habe. Aber es ist wurscht. Ich brauche eh keine gute Qualität herstellen. Ich spiele auf Lich. Das ist richtig. Ich spiele auf Lich. Steht ja hier unten. Da. Ich weiß, sehr klein. Man kann es, glaube ich, auf Twitch gar nicht lesen. Und ich bin noch sehr weit bei Gärtner und Minenarbeiter. Das ist das, was ich am höchsten gelevelt habe von allem. So. Ich glaube, jetzt habe ich genug. Obstschmied. Handwerker Notizbuch und dann wieder in die Suche gehen und. Ich mache jetzt Eilsynthese, weil die Qualität ist eh egal. Zwar verschwenden wir jetzt Bronzebarren damit, aber ist ja. Ah, ich habe noch nie ausgeführt. Moment. Einmal muss ich es ausführen. Oh. Ah, doch, ich kann das auch in hoher Qualität machen. So. Oh mein Gott, wie das klingt. So, mein Guter. Wo bleibt meine Hämmer, Junge? Ich benötige 3, also mach dich lieber an Schmieden. Ja, kriegst sogar 2 mit guter Qualität. Ja. Wie ich sehe, war das kein Dusel beim letzten Mal. Das ist wieder einmal beeindruckende Arbeit, Junge. Ein Laie mag einen Blick darauf werfen und denken, es sei doch nur ein Stück Bronze auf einem Ahornstock, aber du hast so viel mehr daraus gemacht, ob du es weißt oder nicht. Ein Hammer ist schließlich ein Werkzeug und dieses kleine Ding hier muss mindestens ein paar tausend Schläge aushalten. Wenn ein Schmied auf einem heißen Stück Metall rumhämmert, nimmt der Hammer die Hitze auf und schwillt ein wenig an, was kein Problem ist, solange er nicht von einem Stümper angefertigt wurde. Glaub mir, Junge, es gibt kaum etwas Peinlicheres, als einen glühend heißen Hammerkopf über seine Schulter zu schleudern und dabei fast einem Lehrling den Schädel einzuschlagen. Aber ich bin mir sicher, du, zu solchen Zwischenfällen wird es mit deinen Hämmern nicht kommen. Was soll ich noch sagen? Ich will dich nicht mit Sprüchen langweilen, aber dir ist hoffentlich klar, dass du erst am Anfang stehst. Trotzdem hast du das gut gemacht, Junge. Sehr gut. Hier, das wirst du brauchen.
Ein Hammer ist ausreichend, um einfache Dinge zu schmieden, aber komplexe Erzeugnisse erfordern ein besonderes Augenmerk. Deine Erfolgschancen steigen, wenn du neben dem Hammer auch eine Feile verwendest. Versuche, etwas Einfaches herzustellen. Ich bin mir sicher, du wirst den Unterschied bemerken. Nun mach dich mit der kleinen Raspel vertraut und komm nicht wieder, ehe du damit genauso gut umgehen kannst wie mit deinem Hammer. In der Zwischenzeit werde ich mir eine angemessene Aufgabe für dich überlegen. Keine Sorge. Indem du bessere Ausrüstung anlegst, kannst du die Werte für Kunstfertigkeit und Kontrolle sowie die Maximalwerte in Handwerkspunkte HP steigern. Kunstfertigkeit beschleunigt die Synthese, Kontrolle erhöht die Chance auf hochqualitative Gegenstände. Handwerkspunkte symbolisieren deine Ausdauer bei der Synthese. Du solltest deine Ausrüstung also jeweils an die Erfordernisse der Synthese anpassen, um größeren Erfolg zu erzielen. Ist mir alles bekannt. So. Wir können die Pfeile aus... Ah ne, wir haben mittlerweile eine Pfeile schon, eine Anfängerpfeile. Ah, hab ich ganz vergessen, dass wir die schon gemacht haben. Schmiedemeister Britel hat hier etwas Wichtiges mitzuteilen. Etwas Wichtiges, meine Freunde. Weißt du, Junge, ich muss sagen, ich mag dich, wirklich. Du bist der vielversprechendste Lehrling, den ich seit langem hatte. Du und ich, Junge, zusammen werden wir... Oh, so habe ich das nicht gemeint. Ich halte einfach nur große Stücke auf dich. Manchmal werde ich ein bisschen sentimental. Für dich ist es doch auch eine emotionale Angelegenheit, wenn wir... Ach, vergiss es. Du warst fleißig, oder? Ja, der alte Britel sieht das sofort. Aber das ist erst der Anfang, Junge. Die Grobschmiedekunst ist weiter und tiefer als der verdammte Ozean. Nein, das passt nicht so wirklich. Lass es mich so ausdrücken. Wenn du die Segel setzt, um ins gelobte Land der... perfekten Schmiedekunst aufzubrechen, dann kannst du die Reise nicht in einem Schlauchboot antreten. Ach... Zu den Höllen damit. Fertige mir einfach ein Dutzend Kisten Bronzenieten an, Junge. Ein Dutzend. Ein Dutzend. Das ist nicht wenig. Vor allem, ich kann selbst keine Bronze herstellen. Ich muss, glaube ich, dafür wieder auf den Goldschmied. Ach doch, ich kann Bronze. Aber das kostet jeweils zwei, also ist jetzt nicht so wild. Aber ich muss sehr viel Bronze, glaube ich, herstellen. Weil ich habe, glaube ich, nicht... Ich habe, glaube ich, nicht, viel Bronze im Inventar. Nee. Dann machen wir das einfach so mit der Eilsynthese. Einfach damit das im Part jetzt auch schön schnell geht. Achso, ich muss auf Beenden drücken, okay. Bronzeniten. Eilsynthese. Das mit der Spielzeit ist bei jedem MMO so, wo du monatlich zahlst, ne? Dass die auch läuft, wenn du nicht spielst. Das Einzige, was ich sehr unfair fand, ist, dass man ja bis Level 60 umsonst spielen kann. Ich bin jetzt mit 100 Euro eingestiegen, hab mir die Collector's Edition, Complete Collector's Edition geholt, für 100 Euro und kann nicht bis Level 60 spielen, bevor meine Zeit anfängt. Das finde ich halt arschig. So, es wäre besser gewesen, kostenlos anzufangen und sich dann mit Level 60 die Complete Collector's Edition zu holen, wenn ich alle Sachen auf 60 gelevelt hätte. Wäre halt preiseffektiver gewesen, aber gut. Im Endeffekt ist es mir egal. Hä? Achso, ich habe einen verkackt, oder was? Habe ich einen verkackt? Ich habe einen verkackt. So. Ich spare schon für mein eigenes Haus. Kommt noch irgendwann. Wie sieht's aus mit den Nieten? Halt dich ran, Junge. Achso, weil ich immer ein Stack nur übergeben könnte. Eins war hohe Qualität, deswegen. Na naja, gut. Gelobt sei der Erbauer, du hast es wieder einmal verbracht. Diese Nieten sind perfekt. Aber denk ja nicht, das mach dich irgendwie Besonderes. Nee, nee,
Da tut es nicht. Die Nieten müssen einfach perfekt sein. Ich werde dir auch sagen, warum. Wenn du etwas schmiedest und dein Hammer geht kaputt, dann kannst du dir einfach einen neuen schnappen. Aber wenn deine Nieten versagen, sieht die Sache ein wenig anders aus. Schon mal ein Luftschiff gesehen, Junge? Wahre Wunderwerke und höchst komplex. Nun stell dir vor, du bist ein Dutzend Male über Limsa und aus deinem tollen fliegenden... Boot verabschieden sich die Nieten. Egal ob aus dem Motor oder dem Schiffsrumpf. Du bist auf jeden Fall ziemlich angeschmiert. Wenn ich auf dem Luftschiff wäre, Junge, die Aussicht genießend, während dieser verfluchte neumodische Apparat abstürzt, dann würde ich mit meinem letzten Atemzug diese Nieten verfluchen und den Schmied, der sie zusammengestümpert hat. Du möchtest keinen Luftschiffpassagier auf dem Gewissen haben, oder? Daher musst du immer Qualitätsprodukte herstellen, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Um ein besseres Verständnis für die Bedeutung von Qualität zu entwickeln, solltest du deine Talente mal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Schau doch mal bei Tikmokri in der entrenkten Sorge vorbei. Sie kann dich sicherlich an ein paar Limser auf der Suche nach Schmiedediensten weitervermitteln. Verfeinere dein Handwerk und verdiene dir ein paar Gil. Und genehmige dir ruhig mal einen dabei. Kann man eigentlich hier wirklich... Wenn die reden andauernd von Alkohol, kann man wirklich saufen in dem Spiel? Hat man dann einen besoffenen Effekt wie bei Lutro? So, das ist eigentlich egal, was ich hier nehme. Das verkaufe ich nachher eh alles. Da, 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 da. Schmiedermeister Brithil scheint aufgebracht zu sein. Vielleicht kannst du ihm irgendwie helfen. Ah, verdammt. Nicht jetzt, Junge. Siehst du nicht, dass ich mir mit wichtigen Problemen ringe? Das Leben eines Schmiedemeisters besteht nicht nur aus Trinkgelagen und anderen Ausschweifungen, besonders wenn einem Hananza im Nacken sitzt. Sie sagt, Naldik und Vimelli seien Unternehmen und es sei unsere Verantwortung, dem zukünftigen Wohlstand der Firma zu sichern und all solches Zeug. Also entgegne ich ihr, dass wir einen ganzen Haufen Schiffe für den Mahlstrom bauen und auf einmal fängt sie an, etwas von Expansion in neue Märkte zu faseln. Meinte, wir sollten mehr an die Baumknutscher in Kridania verkaufen und ich solle einen Aktionsplan entwickeln. Bei den sieben Höllen, Potato. Ich bin ein Schmied, kein Kaufmann. Und in dem verdammten Kridania bin ich noch nicht mal gewesen. Oh, und es wird noch schlimmer. Wir brauchen einen Mann mit Verbindung. Jemand, der Abkommen mit den Bewohnern von Kridania treffen kann. Hananza hat einen Typen gefunden, der angeblich mit allen Wassern gewaschen ist. Also gehe ich los, um diesen feinen Herrn zu treffen. Nur um rauszufinden, dass es sich um den verdammten Fesal handelt. Nie und nimmer werde ich mit dem... Könntest du mir nicht einen Gefallen tun? Hilf dem alten Brithil und sprich da statt mit mir, mit Fesal... Über dieses Gridania-Blödsinn, ja? Ja, machen wir. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Im Auftrag von Brithil hier. Ich hätte es mir denken können. Der verdammte Hund weiß wohl nicht, in was für Schwierigkeiten er sich bringen könnte, einfach seine Lehrlinge zu schicken, anstatt hier persönlich aufzukreuzen. Nun denn, es ist ja sein Kopf, der in der Schlinge steckt. Ich werde mit dir arbeiten, Schmied, und meine Wortwahl einfach halten. Zweifelsohne hat die Gesellschaft dieses Trunkenbolz deinem Verstand nicht gut getan. Wie du ja bereits weißt, ist es an uns, unsere Geschäfte auf dem Finsterwald auszuweiten. Jedermann hat Bedürfnisse und als Kaufmann versuche ich lediglich, diese zu erkennen und zu befriedigen. Nun, ein Kridania Holz oder Leder andrehen zu wollen, ist ungefähr so schlau, wie zu versuchen, einem Sahagin Wasser zu verkaufen. Aber Kridania schwimmt nicht gerade im Stahl, Schmied. Die meiste Zeit sind sie mit ihren begrenzten Ressourcen ausgekommen und haben nur dann gehandelt, wenn es absolut nötig war. Aber die Katastrophe hat all dies geändert. Der Wiederaufbau dauert Jahre und jeden Tag tauchen neue Abenteurer auf und wo es Abenteurer gibt, existiert Nachfrage nach Waffen und Rüstungen. Qualitativ hochwertige Waffen und Rüstung, versteht sich. Meine Kontakte in Kridania würden nichts Geringeres akzeptieren. Also Schmied, bitte bring mir eine Bronze-Sparta und eine stachelbewehrte Bronze-Labris. Wir wollen doch mal sehen, was dein Mentor dich gelehrt hat. Und nein, Pappnase, ich spiele erstmal die ganzen Sachen, die ich hier noch machen muss für die ganzen Jobs. Ich habe jetzt so viel gefarmt, ich muss jetzt auch die Jobs nachziehen, weil vor allem, weil ich auch keine Scherben mehr habe. Ich neige mich dem Ende meiner Scherben und ich sehe nicht ein, dafür jetzt 50.000 Gil zu bezahlen für ein paar Scherben, für 100 Stück. Sehe ich nicht ein. Oder 1.000. 1.000 Stück für irgendwie 50.000 sehe ich nicht ein, wenn ich die umsonst bekomme. So, ach, hab ich die Erzeugnisse schon? Habe ich die Sachen schon? Nee, niemals. Nee, ich muss das... Das steht halt nicht im Questtext jetzt hier gerade. Ich muss das hier gucken. So, Bronze-Sparta. Bestimmt hier irgendwo 11... Nee, Bronze-Labris, ne? Nee, Stachelbewehrte. Dem anderen wird es hier sein, ne? Ah.
Juchleder und Schafsbockhorn. Ich glaube, Schafsbockhorn haben wir noch bei unserem. Ja, Toftoff hat Schafsbockhorn. Und haben wir das auch? Müssen wir erst herstellen. Harte Tierhaut haben wir. Müssen wir zum Gerber wechseln. Und dann machen wir das mit Allsynthese. Machen wir einfach 20 Stück mit Allsynthese. Und Sweet Secret, das ist nicht günstig. Wenn man nur 141.000 Gil hat, ist das nicht günstig. Dann ist das 30% meines gesamten Vermögens. Ich bin nicht bereit, sagen wir es so, ich bin nicht bereit, 30% meines Vermögens auszugeben für 1000 Scherben. Und Farmen habe ich auch keinen Bock. Wenn ich sie umsonst bekomme hier, ich bekomme sie umsonst. Das ist der Punkt, ich bekomme sie umsonst. Deswegen mache ich das jetzt hier. So, so, so. Oh, ich kann wieder Materie extrahieren, ne? Ja. Wunderbar. Jetzt hole ich das Materie eben raus. So sieht es ja schon mal gut aus. Hier kann man nicht reparieren, ne? Ich muss ja wieder nach unten gehen zum Reparieren. Naja. Was brauchte ich noch? Ich brauchte Bronze, aber dann kann ich hier mal eben ganz kurz. Doch. Also es gibt keine Aufgaben für. Es gibt Errungenschaften für Handwerker. Es gibt aber jetzt kein Auftragsbuch für Handwerker. Zumindest habe ich noch keins. Gildenmeister, das ist der Gildenlieferant hier draußen, oder? Ja, da. Okay, Zinnstein, 50 Stück. Und 50 Kupfer nehmen wir auch nochmal. So, dann wechseln wir wieder zum Grobschmied. Und dann machen wir eben die Bronzebarren. Nochmal 20 Stück. Ich weiß das. Aber du hast auch eine begrenzte Anzahl an Freibriefaufträgen, die du machen kannst. 3 Stück am Tag oder was waren das? Das zählt sich hoch bis 100 Stück. Ja, da habe ich schon vieles von gemacht. Guck mal da, ich habe fast alles davon erledigt. Mir fehlen nur die letzten zwei. 30 Mal als Fischer erfolgreich angeln und 10 Mal als Fischer einen großen Fisch fangen. Das war's. Dann habe ich alles gemacht hier. Also, der Handwerker. Naja, Sweet Secret, ich weiß das. Deswegen mache ich sie halt derzeit auch nicht so viel, weil ich erstmal Hochlevelige haben möchte. So. Ich habe da schon einen Plan. Also ich mache das ja nicht alles komplett ohne Plan hier. Ne? Ich sitze ja nicht hier und ich mache ja schon, ich habe ja schon eine Idee dahinter, was ich tue. Ne? Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht, ich habe da schon eine Idee. Ach, Schafsbockhorn, da müssen wir mal ganz kurz eben zurück. Da müssen wir mal kurz zu meinem Gehilfen gehen. Laufen, 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 laufen. Ja, wenn du die immer auf 100 voll gehabt hast, das heißt, dass du sie nicht gemacht hast. Weil du kriegst 3 am Tag, 3 Punkte.
Und du kannst bis 100 Stück ansparen. Und wenn du dann 100 Aufträge machst, hast du am nächsten Tag wieder nur 3 Punkte. Und dann kannst du 3 machen. Das ist das System. Wo laufe ich denn hin? Oh. Ich laufe natürlich wieder total falsch. Hi, Narumi. Ja. Ja, richtig. Kaufmannsplatz. So. Haben wir eigentlich auch was verkauft mittlerweile? Nein. Okay. Was wollte ich jetzt nochmal holen? Die hier, die Schafsbockhörner. Ja, ja. Okay, dann geht's wieder zurück. Wobei, ich kann es auch eben hier erledigen. So. Da es egal ist, was für eine Qualität das hat, mache ich es einfach so. Ah, ne, ich mache lieber mit den Zutaten so. Das ist ja wurscht. Was ist mit meinem Inventar? Das ist schön. Das ist das schönste Inventar, was es im ganzen Spiel gibt. Tada! Ja und? Ich habe halt derzeit nur einen Gehilfen bisher eingestellt. Ich mache das mit dem zweiten noch. Der erste Gehilfe ist auch voll jetzt. Ich muss es bald im Satteltasche nutzen. Und dann werde ich mir noch die ganzen Gehilfenslots voll kaufen. Weil ich habe kein Problem damit, auch 20 Euro im Monat auszugeben. Ich sagte, du sollst mir einen Bronzeschwarte und einen stachelbewehrten Bronzelabriss bringen. Solange du die nicht hast, gibt es für uns nichts zu bereden. Habe ich doch beides hier. Wiedersehen Nummer 1, Wiedersehen Nummer 2. Ha, dies bedarf einer genauen Inspektion. Komm mal mit rein, Schmied. Ich muss zugeben, diese Qualität ist ziemlich gut. Ich dachte, du wärst lediglich Britails Laufbursche, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Du bist ganz offensichtlich selbst ein begabter Schmied. Wenn ein Gladiator die Herzen der Zuschauer im Kolosseum erobern möchte, müssen seine Schwünge mühelos und seine Technik fehlerfrei sein. Er kann keine Zeit darauf verschwenden, sich um mit einer billig zusammengeschusterten Waffe herumzuärgern. Aber wenn ich ein Kämpfer wäre, würde mir das nicht in den Sinn kommen, da diese Sparta perfekt ausbalanciert ist. Bei den Höllen. Mit einem Schwert wie diesem könnte ich womöglich selbst die ein oder andere Bestie erlegen. Und diese Labris ist ein echtes Kunstwerk. Einfach, solide und allzeit bereit, einen Sahagin zu spalten. Gut gemacht, Schmied. Wenn die Gilde diese Qualität garantieren kann, werde ich für dich bürgen. Nicht nur das, sondern ich denke, ich werde diese Waffen auch meinen Kunden als Muster der Gildenware vorführen. Das sollte deinen Mentor zufriedenstellen. Überlass den Rest einfach mir, Schmied. Es erfüllt mich mit großer Freude, ausgezeichnete Ware zu verkaufen. Aber diesmal gibt's keine Scherben. Und warum ich so viele Sachen im Inventar habe? Ist, weil ich sehr viel crafte. Ich level derzeit mein Crafting hoch. Deswegen habe ich so viele Sachen im Inventar, weil ich muss dann manchmal Sachen für Level 21 nochmal bauen, ein Alchemistenwerkzeug für Level 27 bauen, dann muss ich nochmal hier, ne? Und irgendwann werde ich die ganzen kleinen leveligen Sachen auch aus dem Inventar rausschmeißen. Dann habe ich noch die ganzen Materien noch ganz derzeit noch im Inventar. Die werde ich auch bald alle meinen Gehilfen geben, weil ich brauche die nicht im Inventar. Ja, genau. Aber der Plattner zum Beispiel, der ist noch auf Level 18, deswegen brauche ich noch kleine Sachen. Und weiter geht's. Nächste Aufgabe. Die machen wir noch, dann ist der Part vorbei, oder? Ah ne, der Part ist jetzt vorbei. 50 Minuten. So, meine lieben Freunde auf YouTube, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!